Hey Leute, ich bin Cassandra, ich komme aus den USA und in diesem Video stelle ich euch drei Wörter und Phrasen vor, die man kann derzeit oft verwenden. So, los geht's. So, das erste Wort heißt dead ass. Dead ass. Dead ass bedeutet wirklich oder echt. Wir Amis benutzen dieses Wort eigentlich für grandiose Ereignisse, so zum Beispiel: Hey, oh Mann, gestern verunglückte Paul mit seinem Auto und danach fing das Auto noch Feuer. Wow, wirklich? Dead ass. Dead ass. Ein bisschen lustig, ein bisschen komisch, aber das ist ja das. So, unser nächstes Wort heißt Bett. Bett. Es gibt zwei verschiedene Bedeutungen. Es kann entweder okay oder ja bedeuten oder, das werden wir schon sehen oder schauen wir mal, bedeuten. So, wenn ein Freund von dir sagt: Hey, möchtest du mit mir ins Kino gehen? Kannst du Bett antworten? Oder wenn jemand sagt: Du kannst das nicht machen, Luise, du bist nicht stark genug, kannst du Bett entgegnen, weil der Kerl echt keine Ahnung hat, wie stark du wirklich bist. So, hier ist eine Phrase für euch. Das ist: Respect the drip, Karen. Respect the drip, Karen. Respect the drip, Karen kommt aus einem TikTok-Video. Du kennst diese App sicher. So, respect the drip heißt: Respektiere meinen Stil. Wenn du zum Beispiel ein Gucci-Outfit trägst und du siehst so cool aus, aber jemand sagt: Was ist denn mit deiner Hose los? Kannst du respect the drip, Bro antworten: Ja, aber Cassandra, was ist ein Karen denn? Nun, Karen ist eigentlich eine Frauenname, aber hier bedeutet es eine Frau mittleren Alters, die unausstehlich und verzogen ist. Eine Karen geht normalerweise in einem Shop, chillt und fragt, ob sie mit dem Manager reden kann. So, wenn eine 40-jährige Frau sagt: Oh je, ich hasse deine Bluse, kannst du respect the drip, Karen antworten: Ey, aber sei dir bewusst, das ist echt unhöflich. So, das ist alles für dieses Video. Wenn das hilfreich für dich war oder du Ideen oder Fragen hast, schreib es einfach unten in den Kommentaren. Hat dir das Video gefallen, dann gib mir einen Daumen und wenn du es ganz cool gefunden hast, dann abonniere meinen Kanal. Bis nächstes Mal. Cool und tschüss.